MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Heute schauen wir uns mal die erste Ausgabe zur Comicreihe Journey to Star Wars The Rise of Skywalker an. Also eine Comicreihe, die zwischen Episode 8 und 9 spielt. Der Comic fängt damit an, dass einer der Bewohner des Planeten Tanuna über seine Spezies spricht. Wir waren schon immer ein friedliches Volk von Wissenschaftlern und Denkern. Unsere Städte wurden aus vulkanischem Glas gehauen und das über Jahrhunderte. Jede Generation erweiterte die Arbeit der Vorgänger. Unsere Astronomen haben die Galaxis kartiert, unsere Ärzte entdeckten die Heilung für die iridianische Pest. Unsere Poeten sind ausgebildet in den besten Universitäten der Galaxie. Von der hundertjährigen Dunkelheit bis zum Aufstieg des Imperiums wurden die Tanuna aus den Kriegen gehalten, die die Galaxis spalteten. Bis jetzt. Der König spricht mit Hux und bittet ihn, das nicht zu tun, denn die Tanuna sind neutral. Nicht einmal das Imperium hat die Invasion unseres Planeten beabsichtigt, sagt er. Eine Widerstandsübertragung wurde hier aufgespürt, das scheint mir jetzt aber nicht sehr neutral zu sein, antwortet Hux. Der König antwortet, wir heißen alle Reisenden in Not willkommen, das war schon immer unsere Art. Das war schon immer eure Art und wer hat was von Invasion gesagt, antwortet Hux. Und ja, dann gibt's auf grausame Art und Weise die komplette Zerstörung des Planeten und der Bevölkerung mit Bombardements und so weiter. Es gibt noch einen letzten Hilferuf, doch der kommt auch zu spät, was auch Lieutenant Connix vom Widerstand sieht und somit direkt vor Schreck zu Leia läuft und sie darüber aufklärt, was gerade passiert ist. Und Leia erkennt, dass sie nun den ultimativen Preis dafür gezahlt haben, dass sie die Widerständler mit Treibstoff und so weiter versorgt haben, nachdem der Widerstand von Krayt geflüchtet ist. Leia wird jetzt klar, dass sie dort nicht einfach nur so warten kann und sie selber loslegen muss, denn die Widerständler brauchen mehr Waffen und Schiffe, um eine Chance gegen die Erste Ordnung zu haben. Leia macht sich also auf mit Chewbacca, Rose, R2-D2 und C-3PO in den Millennium Falcon, um Rey abzuholen, die dabei ist, Generatorteile zu sammeln, wie es scheint. Und gerade kämpft sie gegen einen netten Zeitgenossen, dessen Zähne gefühlt so groß sind wie Reys Kopf. Durch das, was Rey sagt, sieht man, dass sie im Kampf gerade etwas struggelt, sich zu fokussieren. Und sie scheint Schwierigkeiten damit zu haben, dass alle erwarten, dass sie eine Art Auserwählte ist und sie diesen Erwartungen nicht gerecht werden kann. Jedenfalls kommt jetzt gerade der Millennium Falcon, um sie abzuholen. Die zischen dann ab und jetzt sind wir bei Finn und Poe, die sich auf der Wayward Comet auf Tankstation befinden, auf der Suche nach Waffenlagern und so weiter. Finn und BB-8 befinden sich in Schwierigkeiten, denn Finn kriegt gerade ordentlich auf die Fresse. Doch auf Poes Anforderungen, der gerade zurückgekehrt ist, hilft ihm BB-8 da raus. Und Poe erzählt, dass sein Kontakt ihm die Koordinaten für einen stillgelegten Abschleppplatz oder so gegeben hat. Auf dem Mond von Avedot, wo es ein Waffenlager geben soll, das verlassen ist seit Jahren. Jedenfalls will Finn nur kurz paar Widerständler abholen und wird dabei von wahrscheinlich einer Kopfgeldjägerin entdeckt, die ein Clawdite zu sein scheint. Clawdites sind diese, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das sind diese Changelinge aus Episode 2, so nennt man die auch, die im begrenzten Umfang dazu in der Lage sind, sich in andere Körperformen zu verwandeln. Jedenfalls sagen diese Kopfgeldjäger dann der Ersten Ordnung Bescheid. Es kommt mal wieder zu Unannehmlichkeiten zwischen Kylo und Hux, doch die Kopfgeldjäger verfolgen jetzt Finn. Leia und die anderen reisen nun nach Dark City, der Heimat der Mon Calamari und Quarren und ebenso die Heimat des vor kurzem verstorbenen Admiral Akbar in Episode 8. Und so erwarten die Helden ein freundliches Willkommen, doch sieht das Ganze etwas anders aus, denn es kommen Quarren, die Leia Organa fragen, warum sie sie jetzt nicht töten sollten, nach all dem Elend, was sie ihnen gebracht haben. Er spielt, denke ich mal, auf die Geschehnisse während der Klonkriege und danach an, die durch Leias Vater kam, also Darth Vader. Ja, Freunde, hier endet der Comic aber auch schon und es geht in der nächsten Ausgabe weiter. Das scheint ja noch spannend zu werden. Deswegen können wir uns die zweite Ausgabe demnächst auch mal reinziehen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, bums die Abo-Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. Ansonsten, wenn ihr sehen wollt, was ihr über Admiral Akbar wahrscheinlich noch nicht wisst, dann schallert euch das Video im Abspann. Wenn es da nicht mehr ist, dann im angepinnten Kommentar. Ansonsten, wenn ihr beim Zocken gerne weniger Geld ausgeben wollt und massiv sparen wollt, checkt den MMOGA-Link ab, wo ihr für alles im Bereich Gaming enorm reduzierte Preise bekommt. Mit einem Rabatt von mir noch oben drauf. Checkt's ab, haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.